Herzlich willkommen zurück hier zum Witcher. So, ich habe nochmal geladen. Und wir werden jetzt nicht in die Gruft gehen. Das heißt, ich muss mich ein bisschen da von den Typen fernhalten, dass sie mich nicht sofort wieder in die Gruft hineinziehen. Und wir werden jetzt wieder zurück in den Sumpf gehen, weil wir haben ja noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Ja, weil ich möchte hier schon noch ein bisschen was erledigen, bevor wir uns um die Striege kümmern. Und ich hoffe, ich finde noch eine andere Lösung, dass ich sie von ihrem Leiden erlösen kann, ohne sie töten zu müssen. Das wäre mir nämlich ganz recht, war. So, jetzt Karte. Gereiste Elemente. Höhle, da sind wir ja nicht reingekommen. Da haben wir noch die Gruft. Straße zum alten Herrenhaus. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Aber zuerst Druidenhöhle. Da müssen wir wieder in die Richtung. Ja, dass wir dann das kleine Köpfchen da abgeben können und dann von dieser netten jungen Dame dann auch noch das Köpfchen aus ihren Überresten entfernen können. Na kommt. Nicht nur so sinnlos auftauchen, sondern angreifen. Idioten. Ich glaube, ich brauche da noch einen Eintrag, bevor ich das machen kann. Wahrscheinlich brauche ich da noch einen Eintrag, um dieses Blut abzuzapfen. Aber ich habe noch keine Ahnung, wo ich das herkriege. So. Grüße. Seid gegrüßt. Kann ich behilflich sein? Es heißt tödliche Ungeheuer. Wisst ihr mehr? Die Leute sprechen. Der Garkein ist tot. Hier ist der Beweis. Trefflich. Der ermordet keine Menschen mehr. 1000 Orens Belohnung. Nicht schlecht. Lebt wohl. So. Sehr schön, dann haben wir wieder was abgeschlossen. Und dann holen wir uns den anderen Kopf noch. Das ist ja nicht so weit, das ist ganz gut. Naja, überall ploppen die Kackviecher hier auf. Soll uns aber jetzt gerade nicht stören, weil die sind ja schon lange keine Bedrohung mehr für uns. Köpfchen da.
Und dann können wir wieder zum Jäger. Ja. Halt. Der ist zu nah. Hallo? Bist du blöd? Hab gesagt, du bist zu nah. Hallo. Diese Kacke hier. So. Höhleneingang. Höhleneingang. So. Dann geben wir das Vampirköpfchen noch ab. Seid gegrüßt. Kann ich behilfen? Es heißt tödlich. Wisst ihr mehr? Die Leute sprechen von... Die Vampirin ist tot. Hier ist der Beweis. Die sind tödlich. Ihr hattet Glück. 1000 Orens Belohnung. Kann ich behilflich sein? Es heißt tödliche Unkraut. Wisst ihr, die Leute sprechen. Was könnt ihr. Fragt, Hexer. Hm. Lebt wohl. Genau. Okay. Und Stufenaufstieg. Sehr gut. Dann hauen wir uns mal hier ans Feuer. Und können unsere Punkte gleich vergeben. Als erstes machen wir hier noch fertig. So, dann. So hatten wir noch nicht alles. Da. Okay. Und dann haben wir noch einmal Bronze. Ah. Aha, ich muss ein Mutagen einnehmen. Okay. Das ist auch Mutagen. Auch ein Muttergen. Nochmal Muttergen. Und da hat man ja alles mit Bronze schon belegt. Gut, dann unsere Zeichen. Das ist alles für Silber. Angst. Aha. Na gut, machen wir erstmal hier. Silber. So, dann werden wir halt ja, unsere Zauberfähigkeiten jetzt halt noch ein bisschen aufwerten, beziehungsweise unsere anderen Energien, solange wir jetzt noch Stufen kriegen. Ich weiß aber nicht, wie lange das noch der Fall ist. Hallo? Was haben wir hier noch? Zunge Schießdreck brauchen wir nie.
So, Karte. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Rabes Gruft noch. Ja. Sehr gut. So. Ich will nämlich nicht so lange mit den Typen da diskutieren. Ich bin gespannt, was uns in der Gruft dann erwartet. Also ich muss schon sagen, hier sind ziemlich viele Leute gestorben. Aha. Bin ich da? Ja, wo geht's denn jetzt rein? Da. Super. So. Dann werden wir hier mal das ganze Zeug noch rausholen. Ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Da drin muss irgendetwas sein. Mhm. Boom. Da steht jemand. Hallo. Du möchtest das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen und dann sind Steine herabgestürzt und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Beeilt euch, solange der Weg frei ist. Ich kümmere mich um diese Ungeheuer. So, ich will ja meine Ruhe haben hier beim Suchen. Huch, hallo. Diese Kackerscheinung hier. Es waren mal Erscheinungen. Totenstab. Totenstab. So, dann können wir wieder Licht machen hier. Da haben wir eine Truhe. Püppchen. Ach, nee, ne? Noch mehr? Nein, erstmal wieder ruhig. So. Dass der immer diese Scheiße wegstecken muss, ey. Das ist so was von nervig. Ah.
Ja, muss ich sagen. Schlecht gelöst. So, Käse brauchen wir nicht. Komm, Fackel. So, eigentlich, wir könnten jetzt mal schnell noch zwischenspeichern. Das wird ja nicht das letzte gewesen sein, was uns hier unten erwartet. So, hier hinten hat es noch eine Erscheinung. Fackel. Was ist das? Pulver für Bomben. So, diese Nische und diese Nische ist leer. Dann gehen wir mal hier hinten hoch. Alter Schwede, der hat mir ja gleich erstmal abgezogen und ich war noch gar nicht drauf vorbereitet. Der Angriff von oben. Die feige Katze. That's it. Da sind noch Überreste. Ich nehme mal jetzt hier unten noch alles mit, was ich so finde. Da ist Finish. Na. Jetzt wählt er die Fackel wieder nie aus. Ist schon manchmal schwierig. So, du kleiner Wichser. Zack. Ein Träumchen, wa? Ist ein Sarkophag. Den sollten wir mal näher betrachten. Oh, da. Zack. Jetzt wirklich nur alleine? Sonst treten die doch immer in Rudeln auf. Da braucht man nichts. Mann! Scheiß die Wand an, ey.
Na gut. So, ich sehe, die Zeit ist auch schon wieder so rum. Dann werden wir in der nächsten Folge die Gruft weiter erkunden, Sarkophag und die restlichen Räume. Aber fürs Erste verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns übermorgen. Bis dahin. Ciao, ciao.